Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's Tim Boumaier von Get Coaching. Vielen Dank, dass du jetzt eingeschaltet hast. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere gerne den Kanal. Check mein Instagram aus, get_coaching, für mehr Videos, für mehr Fitness-Tipps, für mehr Ernährungstipps und auch Trainings, Ernährungspläne oder Personal-Coachings in dem Bereich. Könnt ihr mir da gerne Anfragen für stellen per Nachricht und auch weitere Fragen sehr, sehr gerne. Und genau, da sind wir schon beim Thema. Das heutige Video dachte ich mir, ich stelle euch ein paar Fragen. Ja, guten Morgen. Ihr konntet mir ein paar Fragen stellen bei Instagram. Könnt ihr auch weiterhin, wie gesagt, gerne tun. Und ich dachte mir, ich beantworte die mal. Tut mir leid, wenn es irgendwie ein bisschen laut ist. Ich bin gerade im Wald spazieren. Ich hoffe, ihr hört mich trotz der ganzen Vögel. Genau, Frage Nummer 1. Wie lange machst du schon Sport? Sport eigentlich schon immer. Ich bin damals viele Jahre Skateboard gefahren. Jetzt aktuell Fitnesssport und Boxen mache ich seit 10 Jahren. Ich habe damals mit 15 angefangen, Fitness zu machen. Boxen seit 6 Jahren. Zunächst habe ich ganz normal Fitness gemacht. Dann irgendwann habe ich vor 6 Jahren ein bisschen angefangen zu boxen. Immer so 2-3 Mal die Woche. Ein-, zweimal die Woche sogar erstmal. Aber immer noch mehr Fitnesssport. Und irgendwann ist das dann geswitcht. Habe einen Boxverein gewechselt und dann wollte ich auch kämpfen. Dadurch war dann eher 4-5 Mal die Woche Boxen. Bis hoch zu 11 Mal die Woche Training. Ist ja aktuell immer noch so. Und dann habe ich nebenbei nur ein bisschen Fitness gemacht. Und auch heute ist ja noch so, morgens oft laufen, ein bisschen Fitness und dann abends Boxtraining oder nochmal Fitnessstudio. Aber seit ungefähr 10 Jahren. Wie kam es auf YouTube? Auf YouTube kam ich, weil ich ja immer mehr Kunden hatte, die dann immer dieselben Fragen gestellt haben. Und um alle Fragen immer zu beantworten, hat es natürlich enorm viel Zeit gekostet. Und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, ey, pass auf, ich mache einfach ein YouTube-Video und habe denen das per Link dann geschickt. Dann konnten sie es einfach reinziehen. Die Personal-Trainings richtig gebucht haben und auch meine Coachings buchen, die natürlich nicht. Die haben WhatsApp-Coaching und alles inklusive. Das heißt, die können mir die Fragen auch immer persönlich und individuell stellen. Aber so grobe Themen wie, was ist ungesund, was ist gesund, wie baue ich Muskeln auf, wie nehme ich Fett ab, habe ich dann einfach als YouTube-Video gemacht, damit ich auch für die Leute, die kein Coaching sich gebucht haben oder sich das eventuell nicht leisten können, trotzdem einen Mehrwert haben und habe mir gedacht, ich stelle einfach ein bisschen gratis Wissen hoch, was ich kenne. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich mit YouTube einen riesigen Boom erreiche, weil es die meisten Sachen auf YouTube schon gibt, aber mir macht es einfach Spaß und viele Leute wollen es halt auch einfach von mir wissen oder von mir hören, wofür ich sehr dankbar bin und deswegen habe ich es dann auch nochmal selbst hochgeladen und YouTube gemacht. Wieso hast du angefangen mit Training? Mit Training habe ich angefangen, weil, ja, ich war in meiner Jugend oder auch ganz früher immer, ich hatte relativ viele Freunde, ich war immer relativ beliebt, sage ich mal, oder ich habe mich mit vielen gut verstanden, ohne jetzt arrogant oder abgehoben zu klingen, aber ich war halt immer schmal und sehr schwach, was bedeutet, man hat immer diese kleinen Seitenhiebe mitgekriegt, man wurde mal auf den Kopf gerieben oder was weiß ich, mal ein bisschen rumgeschubst oder einem wurde mal was weggenommen und hinterhergeschmissen, hat nie Mobbing oder sowas, um Gottes Willen, aber halt immer so, manchmal so ein bisschen mit einem gespielt und irgendwann ging mir das einfach auf die Nerven. Das hat mich jetzt nicht krass verletzt, aber es war mir einfach zu nervig und ich wollte mehr respektiert werden. Ich wollte ein besseres Selbstwertgefühl haben und ich wollte auch einfach leistungsfähiger sein. Es war dann auch nervig, wenn man immer schwach war, viele Sachen nicht schaffen konnte oder sich auch selber einfach wie so ein Schlappi gefühlt hat. Und deswegen habe ich dann einfach gesagt, ich muss was ändern. Nichts auch dann am Ende des Tages dann auch, weil Farid Bang mich dann echt motiviert hat, witzigerweise. Nicht persönlich, sondern durch seine Musik. Der hat ja immer schon dieses Bizeps und Power und krass bereit sein. Und irgendwann hat mich das, ein Kollege auch, und witzigerweise hat mich das dann irgendwann so extra motiviert, dass ich dann zu deren Musik angefangen habe, im Kinderzimmer zu pumpen. Was ist die beste Ernährung? Ja, die beste Ernährung, das kann man, die Frage kriege ich häufig, das kann man so nicht sagen. Because... Ja, um mal kurz Englisch mit einzubringen. Nee, weil das sehr individuell ist, ja. Also jemand, der eine bestimmte Unverträglichkeit hat, dem kann ich ja bestimmte Lebensmittel gar nicht aufdrücken. Jemand, der viel Sport macht, hat natürlich einen viel höheren Verbrauch an gewissen Nährstoffen, die er dann wieder zugeführt haben muss, als jemand, der nicht so viel Nährstoffe verbraucht, einfach weil er gar keinen Sport macht oder ein-, zweimal die Woche Sport macht. Jemand, der dann 11-mal die Woche oder 6-mal die Woche Sport macht und leistungsaktiv auch, sage ich mal, unterwegs ist, der braucht ja braucht ja viel mehr Nährstoffe und braucht auch andere Nährstoffe und muss er eventuell auch ein bisschen unterstützen mit Supplements und was weiß ich, damit er die ganzen Nährstoffe abgedeckt bekommt, als jemand, der 3-mal die Woche sich ein bisschen fit hält. Das heißt, die beste Ernährung, ich sag das immer so, ist möglichst naturbelassen, unverarbeitet, heißt Lebensmittel am besten mit der Zutatenliste, wo nur eine Zutat draufsteht oder gar keine Zutat, heißt Haferflocken, was sind da drin? Haferflocken. Was ist in der Gurke? Es ist eine Gurke. Was ist in einer Paprika-Packung? Paprika. Wenn ihr so eine Zutatenliste habt mit allen möglichen Lebensmitteln und dann eh dies und eh das und Konservierungsstoff und Emulgatoren und Verdickungsmittel, dann ist da schon zu viel zugesetzt und so viel verarbeitet und das ist da meistens zu viel Chemie und ist meistens nicht so gut und oft gehen dabei Nährstoffe verloren. Das heißt,
im Groben und Ganzen am besten Ernährung, die naturbelassen ist, die möglichst clean ist, heißt möglichst mit wenig Zutaten auf der Liste, sondern nur eine Zutat. Und natürlich gibt es ein paar essentielle Stoffe, die jeder Mensch braucht. Das sind zum Beispiel die Fettsäuren wie Omega-3, die muss jeder Mensch zuführen. Dafür eignen sich Leinsamen, Chiasamen, Leinöl oder wer Fisch isst, auch fettiger Fisch. Da muss man immer ein bisschen aufpassen mit den Schwermetallen. Das heißt, ich werde jetzt auch in Zukunft Omega-3 wieder weiterhin supplementieren. Und zwar auf vegane Weise mit einem veganen Omega-3-Öl. Das ist so eigentlich das Beste. Bei Leinöl muss man immer aufpassen, dass es nicht zu viel Licht abkriegt. Das heißt, es muss immer dunkel gelagert werden, immer kühl gelagert werden. Und wenn man es in den Salat mischt, muss es direkt umgerührt werden, weil es sonst die Omega-3-Fettsäuren kaputt gehen durch die Einstrahlung und so weiter und so fort. Und durch die Oxidation mit Sauerstoff, da muss man halt immer aufpassen. Ansonsten Vitamine, Mineralien natürlich muss jeder Mensch zuführen. Heißt Gemüse, Obst, sowas immer zuführen, Nüsse. Auch noch für die gesunden Fette würde ich immer mit einbauen. Da muss man aufpassen. Viele haben eine Nussallergie, das heißt, es schränkt auch wieder ein bisschen ein. Ja, gesundes Eiweiß zum Beispiel aus Hülsenfrüchten, Erbsen, Bohnen, Linsen braucht auch jeder Mensch. Eiweiß und Fette sind wie gesagt essentielle Makronährstoffe, die müssen von außen zugeführt werden. Und ja, sonst möglichst naturbelassen, viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Ballaststoffe braucht jeder Mensch. Und der Rest ist dann halt ein bisschen individuell abhängig, aber im Groben und Ganzen möglichst naturbelassen. Welcher Split ist am besten, ist wieder auch so eine individuelle Frage. Jeder hat anders Zeit, jeder hat andere Ziele. Ein Kampfsportler macht viele Verbundsübungen, viel Explosivkraft, Zirkeltraining. Jemand, der Muskel aufbauen will, 6-mal die Woche trainieren will, der kann Push-Pull-Beine machen. Wenn ihr hier genaueres haben wollt zum Training, Ernährung, könnt ihr wie gesagt auch mir schreiben. Und gegen einen kleinen Obolus erstelle ich euch einen Trainingsernährungsplan. Dann könnt ihr das nochmal individuell gucken. Aber wie gesagt, bei Split, das kann man nicht genau sagen. Also ich würde einfach sagen, Push-Pull-Beine für Naturalathleten macht sehr viel Sinn oder Ganzkörper- oder Ober-Unterkörperplan, eins von den drei, je nachdem nach der Trainingshäufigkeit. Und ihr solltet viele Grundübungen machen, Kniebeuge, Kreuzheben, Latzug bzw. Klimmzüge, Schulterpresse, also Military Press, Kniebeuge, und sonst ist es halt sehr individuell. Traumurlaub. Mein Traumurlaub war eigentlich im Mai geplant, und zwar nach Thailand. Ich will schon lange nach Koh Samui, ich will nach Phuket und die ganzen Thailand-Inseln da abgrasen, allein wegen diesem Feeling da, wegen der Kultur, wegen der Ernährung, die ganzen Früchte. Der Ausblick vom Meer her ist da wunderbar. Man kann die ganzen Inseln auch super perfekt in eins abgrasen, das heißt, man kann mit Booten hin und her fahren. Und auch die Thai-Box-Nims sind da sehr cool. Ja, und das stelle ich mir insgesamt einfach richtig geil vor. Deswegen, eigentlich war Mai geplant, dank Corona wird das wohl nichts dieses Jahr. Aber das ist auf jeden Fall mein Traumurlaub. Besten Früchte. Na, auch das kann man so nicht sagen. Jede Frucht hat ihren Vor- und Nachteil. Oder was heißt ihren Vorteil wohl eher. Wenn ich auf eine Frucht nur zurückgreifen würde oder dürfte, wären es Beerenfrüchte, einfach weil die extrem reich an Antioxidantien sind, sehr viel gesunde Ballaststoffe haben, vielseitig einsetzbar sind, Quark, Joghurt, in Kuchen, in Müsli. Und es gibt da auch diverse verschiedene Beeren, und die sind wirklich alle richtig gesund, richtig top, und kriegt man halt auch oft regional. Vom Geschmack her liebe ich Wassermelonen und Mango, aber wenn ich nur eine Frucht nehmen könnte, wären es Beeren. Wie gesagt, die haben auch nicht so viel Kalorien. Deswegen wohl das. Ja, das war im Großen und Ganzen alles. Eine Frage noch, die ich jetzt häufig gestellt bekomme, ist, warum meine Videos jetzt in letzter Zeit vermehrt Dislikes bekommen. Ganz einfache Antwort, und traurigerweise gibt es ehemalige Kollegen, die YouTube haben mit Fake-Accounts und die disliken, um mir eins auszuwischen. Und es ist auch nicht nur so gesagt oder vermutet, mir sind Dislikes komplett egal. Von mir sollen alle Leute disliken. Ich freue mich natürlich mehr über eine konstruktive Kritik, dass man mir schreibt, was man vielleicht besser finden würde. Aber einfach einen Daumen runter geben, einfach aus Hate, ist natürlich immer was Trauriges, aber meistens haben diese Menschen selber Komplexe, und die Menschen haben selber mit sich selbst Probleme, und deswegen haten sie dann irgendwas, aber eigentlich sind die Menschen, müssen die einem eher leid tun, weil die halt eher schwach sind und mental auch nicht stark sind. Aber wie gesagt, ich weiß es bewiesenermaßen, mir wurden Fotos geschickt von dieser Person, die das macht, und deswegen weiß ich das zu 100%, dass das Fake-Accounts sind, mit der diese Person meine Videos dislikes, um mir eins auszuwischen. Trotzdem sind Dislikes nicht verkehrt, weil das trotzdem für Interaktion sorgt. Das heißt, das YouTube-Video ist trotzdem halt mit viel Interaktion verbunden, wodurch es dann eventuell auch irgendwo etwas höher gerankt wird. Von daher kein Problem. Ich hoffe, der Mensch wird irgendwann sehr glücklich und ändert sich und wird psychisch wieder stark und nicht so schwach. Wie gesagt, mein Beileid an diese Person.
Genau, ansonsten Leute, ich wünsche euch noch ein schöne, ja, jetzt Restwochenende heute in dem Fall, aber wenn ihr das Video seht, ist ja gar kein Wochenende mehr. Ich wünsche auf jeden Fall noch eine gesunde Zeit, bleibt gesund, bleibt fit, macht was, ja, also bleibt auf jeden Fall dabei, Sport zu machen, das ist ganz, ganz wichtig. Am schlimmsten ist gar kein Training für die Muskeln, dann bauen die sich nämlich ab. Wenn ihr sie weiter betätigt, bleiben die auch. Und ich danke jedem Einzelnen, der mich supportet, der das wertschätzt, was ich mache. Vielen Dank für eure ganzen Nachrichten, die ich in letzter Zeit vermehrt bekomme, für eure Unterstützung. Ich bin jedem Einzelnen von Herzen dankbar. Ich weiß das sehr zu schätzen, weil es nicht selbstverständlich ist. Deswegen großes Danke an jeden, der das feiert, was ich mache. Wer es nicht feiert, ist gar kein Problem. Muss man nicht feiern. In diesem Sinne, Leute, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Und macht's gut. Haut rein, euer Tim.